Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich möchte eine neue Videoreihe starten, beziehungsweise habe ich das in der... Warum habe ich meinen Träger nicht richtig an, aber irgendwie sieht es ganz cool aus. In der Vergangenheit habe ich auch schon einige solche Videos gemacht, keine Ahnung, meine Schwester, meine beste Freundin, mein Freund reagiert auf meine Outfits. Nur ich möchte das jetzt immer Store-related machen. Das hier ist das allererste Video zu dieser Reihe und zwar in Zusammenarbeit mit Bonprix. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Videoidee haltet und ob ihr die gleiche Meinung wie mein Freund Jamie hattet. Der wird jetzt gleich hier Special Guest in diesem Video sein und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum. Wie gesagt, habe ich bei Bonprix ein paar Basics geshoppt für den Sommer, also wirklich tolle Sachen, die gar nicht so basic aussehen, aber die man einfach zu jedem Kleidungsstück im Schrank kombinieren kann. Ich habe jetzt auch ein, zwei Kleidungsstücke aus meinem Schrank hier in die Outfits kombiniert. Ich glaube, ihr werdet sehen, dass die Sachen mit allem gehen. Für den Preis wirklich der absolute Wahnsinn sind. Also jedes Teil, was ich hier in diesem Video zeigen werde, da könnt ihr euch sicher sein, das ist super, da könnt ihr mir gar nichts mit falsch machen. Alle weiteren Infos zu Bonprix und auch den Link zum Online-Shop findet ihr in der Infobox. Oh mein Gott. Okay, bist du ready für deinen, für den ersten Look? Ja. Ich bin vom Strand jetzt auf eine Beachparty eingeladen und gehe jetzt auf eine Party. Wow. Da will man sich so ein bisschen bedecken. Das wollen wir auf jeden Fall. Und tada, mit so Sandalen. Sehr schön. Tada. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so eine Tango-Tänzerin. Ich wusste gerade nicht so genau, wie ich das hier binde, aber ich glaube, das kann man einfach binden, wie man will. Und dann kann man so, so sexy sein. Okay. Okay, was für eine, Schulnote würdest du dem Ganzen geben? Es ist schwierig, dir irgendwas anderes als eine 1 plus zu geben. Ich muss ja auf die Outfits achten. Wenn du mich so in so einer Beachbar sehen würdest. Fehlt mir ein bisschen Farbe. Ja, okay. Ich finde halt, ich fühle mich in Schwarz halt immer sehr wohl. Ja, es sieht auch super sexy aus, aber stell mir das so beachmäßig, so wenn es ein bisschen... Ja, okay. Hat. Aber... So vom Outfit, es geht ja auch, wie es geschnitten ist und wie es aussieht und so. Darunter habe ich halt auch ein Bikini. Eins! Okay. Nee, okay, ja. Also zu eins minus offen eins plus. Also ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr happy mit diesem Look und ich mag diesen Cardigan. Ich habe mir den vielleicht sogar noch in einer anderen Farbe geholt. Vielleicht? Vielleicht. Diesen Rock habe ich mir auch vielleicht noch in einer Farbe geholt. Oh. Ich bin gespannt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, nächster Look, oder? Okay. Du wolltest mehr Farbe, du kriegst mehr Farbe. Wow, die ist echt geil. Die Hose, das ganze Outfit, außer die Tasche und die Schuhe. Wo, wo geht's hin? Du musst wieder wie... Ach so, genau. Okay, also, ich habe so ein... Ich habe im Sommer einen Brunch-Ausflug mit meiner Mutter. Mich stört nur, aber das... Hat das ja, ist nicht gleich die Greentails. Ja. Ja, komm. Ich habe extra auch Schuhe an, ne, weil es ist ein schicker Birthday Brunch. Schaut aus, die Farbe mit den Schuhen, mit der Hose. Ich finde die Hose total schön, weil die so flowy ist irgendwie. Mhm. Das Oberteil ist halt ganz schlicht, hat so einen leichten Herzausschnitt. Mhm. Sexy. Was für eine Schulnöte willst du mir geben für meinen sexy Brunch with my mother? Zwei. Oh, okay, das erste hat dir besser gefallen. Ja. Okay, das ist halt ein bisschen alltäglicher hier. Ein bisschen schlichter vielleicht. Ja, es ist schlicht. Aber es ist trotzdem schön und zwei ist ja nicht schlecht. Was hältst du generell von so, so Hosen mit so Prints und so? Ich finde es eigentlich irgendwie ganz sehr cool. Das ist so sommerlich irgendwie. Ja. Okay, und ich bin auch sehr, sehr happy und ich bin auch sehr happy, weil ich habe die Hose nochmal in einer anderen Farbe. Wie sollte das denn sein? Lass die Tasche aber weg. Warum? Was hast du gegen die Tasche? Grün, das passt null, die 2, das ist 2 plus. Okay. Hallo, hallo. Ich trage keine Schuhe, weil ich bin gerade im Sand. Bisschen Sand. Am Strand. Am Strand. Da zieht man sich nämlich so an. Ja. Darunter habe ich noch ein Bikini. Mhm. Darunter jetzt gerade. Ich habe jetzt einfach hier so ein basic braunes Kleid noch dazu angezogen, aber hier sehen wir wieder, wie man den Cardigan vielleicht auch kombiniert. Das ist der gleiche von eben in weiß. Genau, das ist der gleiche in weiß. Sehr schön. Und entweder würde ich ihn vielleicht mit so einem Cropped, also mit so einem so Bralette anziehen und das und dann eine Jeans. So habe ich den auch im Urlaub angehabt, also den kennen sie ja schon. Aber ich finde irgendwie so, das sieht so ein bisschen aus. Früher habe ich, als ich so jünger war, habe ich so Sachen getragen. So, also ich finde, das wäre ja, vor 2 Jahren, du hättest noch gesagt, oh mein Gott, wer läuft so rum irgendwie. Ja. Aber jetzt finde ich es wieder total trendy. Das ist auch mega, also mega Strand-Vibe. Das Einzige ist, ich würde, glaube ich, hier diese Passbild oder so nennt man das, glaube ich, würde ich, würd ich abnehmen. Aber kann man auch, easy. Ist mir ein bisschen zu kitschig. Ich finde die, find die halt tatsächlich sehr cool. Die Passbild? Die habe ich ja schon mal gesehen, oder? Ja, als ich sie ausgepackt habe. Da habe ich auch gesagt, dass ich es cool finde. Mir ist das zu viel rumgebammelt, aber kann man halt anmachen. Also ich finde aber auch die Tasche von... Abzug.
sieht halt schon voll die gute Qualität, aber die ist auch sehr, sehr schwer. Von sieht halt mega aus. Ja, und die hat auch so Innenfächer, was ich halt auch immer liebe bei so Strandtaschen. Deswegen, es ist eine perfekte Beachbag und ich gehe so auf an einen schönen Beachtag mit meinen Friends. Ach komm, sag mir, es geht ums Outfit einfach, nicht um mich. Ja, drin. Denk dir eine Schaufensterpuppe gerade an. Welches von den drei Looks hättest du jetzt? Ich hätte es mit Jeans und so darunter schon gerne gesehen. Wir blenden jetzt mal hier ein Outfit ein, wie ich es im Urlaub angehabt habe. Aber das fand ich schon sehr, das würde ich mir eine 1 geben. Okay, also das mit der Jeans machtest du mehr? Das hier würde ich eine 2 geben. Okay, und mit einer Jeans? 1. Okay, also Jeans Honey und Kleid Honey. Yeah. Sind aber so ein bisschen schön, Konkurrenz. Ja, ich sag ehrlich, so wollte ich es im Urlaub auch mal anziehen, habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht gemacht. Ja. Deswegen habe ich es jetzt hier so an. Ja, 2. Super! Ich habe Sneaker hierzu an, denn ich bin shoppen an einem heißen Sommertag. Einfach ein ganz schlichtes Basic-Oberteil, wo man ganz easy peasy neue Looks drüber schmeißen kann. Ein anderes als eben, oder? Ja, das ist ein anderes. Ja. Einfach ganz basic. Das gibt es in so einem zweiten Set. Also ich habe das, ich glaube, es sind verschiedene Farben. Ich glaube, ich habe weiß und schwarz. Dann hier nochmal diese Hose, weil ich echt finde, dass die super gut sitzt. Nochmal in beige mit diesem gleichen. Die richtig geil. Ist echt cool, ne? Ja. Die ist auch so flowy und echt schönes Material, also es ist sehr, sehr angenehm. Und dann habe ich hier so eine Tasche, die war auch extrem günstig. Und es ist einfach so eine sehr, sehr schlichte Basic-Tasche. Da ist sogar trotzdem noch Innenfächer. Was? Echt? Mhm. Also so was? Kleine, so zum Reinstecken. Ja. Ja, sehr, sehr gut. Und ja, die kann man zumachen, ne? Oh ja, die kann man zumachen, die kann man aber auch so Crossbody tragen. Also perfekt für so einen Shopping-Day. Hallo! Oh, weißt du, was man damit auch machen kann? Ganz toll. Schubi, kann man da rein? Das ist hier super. Warte, komm rein, Schatz. Nein, 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 hier war nicht. Hier war nicht. Hier war nicht. Okay. Schubi. Ja. Farblich passt du dazu auch. Farblich passt ja super. Meine kleine Sau, willst du mitkommen shoppen? Ja, also so wäre dann der fertige Look. Aber ich mag die Turnschuhe nicht so dazu. Hä, aber ich bin doch shoppen. Du musst ja auch an meinen Komfort. Okay, was würdest du denn dann schon mal anziehen? Sandalen? Sandalen so. Okay, ich trage echt so selten Sandalen, ich muss das mal mehr in meinen. Die würden dazu Leben sehr gut passen. Mhm. Das gibt ein bisschen Punktabzug. Ist doch ein cool, es ist so ein coole Basic-Outfits, finde ich, die man so. Also, ich nehme es jetzt mal vorweg, die man so im Alltag tragen kann und man sieht super stylisch damit aus. 1-. Echt? Yeah. Hey, findest du es besser als das Kleid mit dem Cardigan? Yeah. Ja, okay, aber weil die Hose auch einfach wirklich ein 10 ist. Ja, und auch einfach, weil ich weiß, dass diese Cardigan mit dem Jeans einfach besser ausgesehen hätte. Aber es war natürlich auch schöner, dass wir finden jetzt hier in einem guten Notenbereich. Ich muss echt sagen, ich finde krass, dass es bei Bauchy so coole Taschen und so gibt. Ja, mega, dass da Fach drin ist. Das würde man bei der niemals denken. Ja. Also, das ist super. Thank you. Yeah. Okay, Leute, ich schwitze wirklich. Es ist so unfassbar heiß. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so heiß gerade ist. Ich danke Jamie an dieser Stelle fürs Dabeisein. Falls ihr ihn öfter in meinen Videos sehen wollt, dann lasst es mich sehr gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Falls euch diese Videoidee gefallen hat, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und schreibt mir, wie gesagt, welches Outfit euch am besten gefallen hat, ob ihr schon mal bei Bonprix geshoppt habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!